Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Alex. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir bereits den 100. Bad. Wahnsinn, wie groß das Spiel ist. Bist du deppert? Es ist unglaublich groß und wir sind immer noch kein Mitglied von irgendeinem Verein, den es hier gibt. Aber trotzdem fehlen und kämpfen wir uns eisern durch die Welt. Und naja, ich bin schon langsam, am Überlegen, wie man da hier weiterkommt. Das geht's ja nicht. Dass wir dieses Mistviech nicht umbringen können, das geht mir nicht ganz ein. Ich probiere jetzt dann nochmal. La Cucaracha konnte was? Überlebenswert erhöhen, ich habe keine Ahnung. Ich probiere es einfach. Ich platziere das jetzt einfach stur irgendwo hin und will jetzt nur noch die Granate, da war sie, die Handgranate platzieren. Gottes Willen, echt unglaublich. Und ich werde das jetzt nochmal speichern, weil ich werde sicher noch 20 Mal sterben, aber wir kommen ja schon voran. Es ist ja nicht so, dass wir komplett hoffnungslos schlecht sind. Nur halb. Ja, ich werde gleich wieder, ich darf mich nicht verdrücken, die Handgranate zücken. Die letzte. So, jetzt haben wir ordentlich Wumms gemacht. Boah, ich bin so konzentriert, Entschuldigung, ich konnte gerade nicht reden. So. Zack. Ich mach das. Da wir leider keinen Zauber mehr haben, ne, muss das jetzt so gehen. Alter, Sauviech. Dreckert. So. Puh. Ich hoffe echt, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ja, jawohl, das hätten wir auch schon. Die sind jetzt schon mal erledigt, ne? Gut, ich würde sagen, das ist speicherungswürdig. Ah, warte. Nein, warte kurz. Dann nehmen wir einen separaten. Ich nehme den 17er. So, ist besser. Weil wenn ich Scheiße baue, dann kann ich wenigstens noch vom 16er nochmal zurück. So. Bist du angeschlagen? Ja, ein kleines Spatzel. Ein kleines bisschen. Angeschlagen kann man es nicht einmal nennen. Da. Ich hoffe, dass wir den down kriegen. Ah, auf die 12 und Wurms, jawohl. Jetzt können wir was essen. So, das gibt uns noch mal einen kleinen Stärkungsbuff, glaube ich. Dass ich die Fähigkeit hatte. So, jetzt wieder schön geschickt ausweichen. Au. So. Und Schildschlag hat nichts gebracht. Oh, weh. Naja, aber wir haben ja gut gespeichert. Also, ist ja noch nicht ganz so schlimm. Alter, mit der Watschen aus der Altes Finster. Alter, wie fies. So. Zack. Boah, boah, boah. Ray, du musst helfen. Schnell weg. Und schnell was trinken. Passt. Sehr, sehr gut. Bist du deppert. Ja, was war denn das jetzt? Hat dann Schaß gelassen wahrscheinlich. Ey, komm. Das lief vorher besser. Muss man echt sagen. Ach, Mist, verflixter. Das Biest kaufe ich mir. Ja, da kannst du hängen bleiben. Halt, nicht Ray anschießen. Uah! Haha, ha, nix erwischt, Hosenfisch. La la la. So. Wow. So, muss das ausschauen. Wir müssen dringend was trinken. Wow. So. Wow. Schnell weg. Schnell was trinken. Schnell was Kleines drauf. Hallo? Trink! Trink um dein Leben. Boah. Wenn Ray eingeht, haben wir ein Problem. Das Viech ist viel zu stark.
Bist du deppert? Wieso darf das so stark sein? Bist du deppert? Nimm mich schnell weg. Wow, wenn das mich nochmal trifft, bin ich. Trink! Wieso rennt er genau zum Gegner hin? Das verstehe ich nicht. Ich will wegrennen. Dreht sie um und lauf genau hin. Wahrscheinlich mit einem automatischen Anvisieren, denke ich mal, ne? Boah, dann kriegen wir, glaube ich, nicht klein. Puh. Alter Schalter! Dann kriegen wir mitsamt die Steams nicht klein. Das ist ungeheuerlich, sowas. Das bringt sie ja nichts, glaube ich. Wahrscheinlich ein Damage mehr nicht. Ich renne mal im Kreis herum. Wow. Ist du narrisch, ey. Ich bin gerade voll konzentriert. Entschuldigung, dass ich so schnell, also wenn ich rede, du. Das Viech macht mich wahnsinnig. Also krank. Okay, er trinkt mal was. Wow. Dann wäre gut was essen. Au, au, au. Na, das wollte ich nicht. Ja, das war klar. Da kommst du nicht mehr weg. Boah, ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Wow, der ist echt nicht von schlechten Eltern. Ich glaube, den müssen wir auslassen. Das wäre aber jetzt echt schade. Das wäre richtig schade, wenn wir den nicht besiegen könnten. Das habe ich noch irgendwas. Ich glaube nicht wirklich, ne? Ja, Stärke. Ja, bla bla. Das ist echt grob. Das ist richtig grob. Dieses Mistviech. Bist du gescheit. Level up. Ja, brauchen wir noch lange nicht schauen. Ich wollte einfach nochmal Neugier halber. Na, da können wir draußen gehen. Der ist viel zu stark. Ja, müssen wir ihn überlassen. Wäre das jetzt die Quest gewesen? Ja. Aber das ist ärgerlich. Was tun? Was tun? Vielleicht wird das schon reichen. Ich glaube, das reicht schon zum Quest abgeben. Wir haben da einen Bug. Trockenfleisch nehmen. Vielleicht können wir uns schon wegboarden. Ja, das wird ich schon. Das reicht schon. Okay, das reicht schon. Super. Wir hauen ab. Weil die Quest ist ja beendet, ne? Das Viech können wir nicht besiegen derweil. Hauen wir einfach ab. Vielleicht gibt es eine Begleitquest. Das und der uns vielleicht eventuell, ja, hilft. Eventuell. Mit großem vielleicht. Da. Mal schnell schauen gehen, schnell abgeben. Ich glaube, wir sind eh schon da. Ja. Passt. Alter Schwede, sage ich nur, ne? Servus, Freund. Ich habe herausgefunden, wo die Mutanten herkommen. Ich habe herausgefunden, wo die Mutanten herkommen. Ach, wirklich? Und woher? Im Nordosten neben dem Hort ist ein Elex-Vorkommen. Sie scheinen von dort zu kommen. Deine Männer dort sind alle tot. Bei Kalan, wie ich es befürchtet hatte. Danke für die Nachricht. Ich werde sofort Verstärkung dorthin schicken. Wir müssen das Vorkommen für uns einnehmen, koste es, was es wolle. Fast hätte ich es vergessen. Deine Bezahlung. Alles vielen Dank. Puh, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gott sei Dank, das haben wir geschafft. Es war also nicht die Aufgabe, dass wir das Viech umbringen. Gott sei Dank. Das wäre ein bisschen heftig gewesen. Weil
Wir sind zu schwach. Aufgepasst, Männer! Es ist ein neues Elex-Vorkommen entdeckt worden. Ich will, dass ihr euch sofort auf den Weg macht und es sichert. Eventuelle Mutanten werden vernichtet, Alps ausgelöscht und die Position gesichert. Verstanden? Ja, Sir. Weggetreten. Jawohl, wegtreten. So. Gut. Sehr gut, die Maschinen schon mal dorthin, das gefällt mir gut. Ignaton. So. Diese streunenden Chimären, ich bin mir nicht sicher, ob das gesund ist für uns. Das Finger weg. Ist das jetzt echt bei ihm? Wahrscheinlich, ja. Könnte man auch mal schauen, ob da sich schon was getut hat. Ah, vorher haben wir noch mit dem Hagen. Vielleicht hat er noch eine Quest für uns. Na. Okay. Aber vielleicht sollen wir noch ein paar Handgranaten kaufen. Wenn er welche hat. Zeig mir deine Ware. Okay. Hättest du Handgranätchen für uns? Na, nix da. Nix da. Nein. Schade. Macht nix. Okay. Da ist eine Wasserflasche, sehe ich gerade. Und der Ausgang. Und eigentlich hätte ich mich gleich porten können. Ah, braucht man nicht. Der ist hier gleich in der Nähe da irgendwo. Ich glaube, irgendwo da oben war er, ne? Hier rauf. Ich glaube, hier hoch. So. Hier drüber. Und ich glaube, hier rein. Ein Stück nach vorn und da ist er schon. Servus, Herr Balda. Geht's dir schon besser? Wer hat dir das Recht gegeben, über das Schicksal des Gefangenen zu richten? Wegen dir fehlt uns in Zukunft eine Arbeitskraft, die wir dringend benötigen. Dir ist wohl nicht klar, dass wir uns nicht allein auf unsere Maschinen verlassen können. Wer, wenn nicht der Mensch, soll das Fundament unserer Gemeinschaft sein? Der Verlust ist mit Elixit zwar nicht aufzuwiegen, aber vielleicht regt dich der Verlust deiner Splitter zum Nachdenken an. Und wie ich sehe, sind deine Taschen proppevoll. Also nehme ich mir die Summe, die ich als Wiedergutmachung für sinnvoll erachte. Die Angelegenheit ist damit erledigt. Du Schwein! Für mich nicht. Drück die Splitter wieder raus. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Alles andere wäre auch äußerst töricht von dir gewesen. Naja, dann hätte ich doch das andere nehmen sollen. Hier der Bericht des südlichen Außenpostens. Hier, der Bericht des südlichen Außenpostens. Das ist ja interessant. Ich kann mich nicht entsinnen, dass du als Meldegänger einberufen wurdest. Ich musste mir das Vertrauen für diese Arbeit erkaufen. Ah, verstehe. Unter diesem Gesichtspunkt kann das offizielle Prozedere getrost missachtet werden. Da, deine Aufwandsentschädigung. Danke. Das ist gar nichts. Wir haben 500 haben wir gegeben. Arschdreckiger, wirklich. Entschuldigung, ist ja wahr. So, gut, das haben wir. Einmal scheiße gebaut und einmal gut ausgegangen, so wie es ausschaut. Na dann, tja. Dann fehlt ja nur mehr das hier, ne? Können wir uns ja mal anschauen. Ich fürchte, wir sind des Todes. Ach du liebe Zeit. Aber naja. Ja. Wenn wir Glück haben, sind sie schwach oder schwächer, weil sie ja Quest-Gegner sind. Wenn wir Pech haben, sind wir des Todes. Ja. Wie so oft. Na dann. Die sollten sich da unten aufhalten. Ich soll es vielleicht mal speichern. So, Spiel schon speichern. Ja, bitte. So. Passt. Aha. Da kommt der Rentsch so ein Viech, ne? Wir werden versuchen, diese Blutkralle zu pullen. Das habe ich super gemacht, echt. Damit wir freie Bahn haben für die Chimäre. Ja. Immer fester drauf.
So. Na, push. Ja, das war gelungen. Passt, ist erledigt. Gut, dann essen wir noch was. Dann speichern wir. Ich habe das Gefühl, dass wir, gleich sterben werden. Okay. Und? Das ist schon so eine, oder? Nur eine normale Chimäre. Okay, das ist nicht gut. Die hätte jetzt fast gepult. Die dürfen wir nicht nehmen. Die anderen drei scheinen woanders zu sein. Puh. Mal schauen, ob wir sie ausfindig machen können. Wenn wir Glück haben, sind sie leichter zu besiegen. Kleiner Mana-Trank. Mana und Zigarettenstange. Aha, da unten sind sie, glaube ich, schon. Gut, wir speichern nochmal. Und schauen, dass wir ein bisschen mit Abstand da drüben landen. Und dann schauen wir mal, ob wir diese Viecher überhaupt besiegen können. Aha, da haben wir auch was. Schau mal, Elixit. Das bauen wir gleich ab. Sehr gut. Okay. Das wird, glaube ich, schlimm. Zur Not bohren wir uns halt weg und schauen uns eine andere Quest an. Da hat es jemanden zerlegt. Okay. Naja, irgendwie hat die auch einen Totenkopf. Also ganz beruhigt bin ich jetzt nicht wirklich. Oh Gott, wir werden so verrecken, glaube ich. Okay, ich speichere noch einmal wegen dem Eisenerz, dass das gesichert ist und dann. Ich mach das! Oh Gott. Na, wo rennst du denn hin? Bitte geh nicht Verstärkung holen. Bitte geh nicht Verstärkung holen, du Saufi. Verschissener Bastard! Ja, ja. Die sind, glaube ich, genauso stark. Ja, ja. Diese streunenden Chimären, das kann ich schon vergessen. Da haben wir leider, glaube ich, kein Glück. Nein, die sind stark. Ja, ja. Okay, dann laden wir gleich mal, weil das bringt sich schon überhaupt nichts. Die sind viel zu stark. Ja, bitte. Okay. Okay. Eine Quest für später. Das kriege ich, glaube ich, so nicht gebacken. Das bauen wir noch ab. Völlig chancenlos. Die können wir nicht klatschen. Ich wüsste nicht mit was. Besten wäre wegsprengen. So mit irgendwas richtig Starkem. Ja, ja. Brüll du nur. Scheißendreck. Was hätten wir denn sonst noch für eine Quest? Hätten wir noch sonst irgendwas im Angebot? Das sind wir fertig. Tava, wie schauen wir hier noch aus? Mutprobe. Oh je. Da hoch kommt die nicht, oder?
Wieso sind diese Drecksviecher so stark? Das gehört ja verboten. Echt jetzt? Aha, da war auch ein Lager. Okay. Siehste, da geht man ein bisschen abseits und findet man schon wieder was Neues an. Ein Schlafsack. Aha. Aber da ist sonst nichts, ne? Da unten können wir noch den Bastard da besiegen. Der, glaube ich, ist eher alleine. Das können wir noch machen, wenn wir schon hier... Ah, na. Jawohl, doch. Oder? Machen wir es im nächsten Part. Ihr Lieben, lasst es gut sein für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr das Desaster hier seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!